Ja, und mit diesen wundervollen Worten sage ich mal, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom PvP Trivulus Big Pack. So, jetzt dürft ihr dreimal raten, wer mit dabei ist. Das musste einfach sein. Wirklich? Ja. Was? Ich muss mal gerade ganz, ganz schnell. Ich starte mal schnell die Musik neu. Also, ich hatte gerade wieder wundervolle Speed-Musik. Hinzufügen. So. War die Frage? Die war. Okay, jetzt läuft das gut. Das hatte ich schon beim letzten Mal. Das hat einfach mal eine Musik, die abgelaufen ist, war einfach mal in dreifacher Speed. Bin bereit. Ja, komm vorbei, jetzt packen. So. Und zwar würde ich jetzt erstmal was Spezielles anfangen. Wir haben mittlerweile genug. Ich mache jetzt mal gerade nur 8-fach kompressten Cobblestone. Was denn? Das war mein Ziel. Ja. Selbst schuld, wenn du am Server bist. Nicht dafür, wenn ich arbeiten muss. Oh, jetzt kommt die Ausrede. So, 9-7-fach kompresste und voilà. Ein Octuple Compressed Cobblestone. So, den würde ich jetzt am liebsten irgendwie was ausstellen. Ah, weißt du was? Den tue ich aber erstmal in die Truhe. Da sind ja, haben Klaus und ich noch was vor. Erzähl ich dir gleich, was wir vorhaben. Octuple Compressed Cobblestone. Warte mal, konnte man den jetzt nicht. Ah, nee. Das wurde ja ausgeschaltet. Schade. Normalerweise kann man so einen 8-fach kompressten Cobblestone noch in den Ofen schmeißen. Dann kriegt man einen Block of Bedrockium daraus. Aber das wird hier ausgeschaltet, weil Bedrockium allgemein was in einigen Dingen OP ist. So. Was wir heute vorhaben, ich hoffe, das wird auch von den Ressourcen reichen. Ich würde gerne heute mal ein QED craften. Was ist das QED? Das QED ist das Quantum Ender Diviner. Und was bedeutet das? Übersetzt mal. Ich kann kein Englisch. Genau das bedeutet es. Mann, bin ich gut. Ja. Auf jeden Fall, Computer. Wieso kommt jetzt auf Computer? Hä? Okay, aber nice. Gerade eben hatte ich noch gesagt, Quantum Ender Diviner, ne? Kann sein? Weißt du, was bei mir da steht? Was? Quod erat demonstrandum. Quantum Energy Device. Minecraft OP. Quantum Entity Device. Ich will nicht wissen, was noch alles rauskommt. Dafür brauchen wir jetzt Obsidian. Da habe ich schon mal was vorbereitet. Haben wir einfach schnell den Igneos gemacht. Lava haben wir ja genug. Komm. Nehmen wir mal ins Deck rüber. Ja. Dann brauchen wir Enderperlen. Insgesamt bräuchten wir 4 Stück. So, jetzt will ich hoffen, dass hier habe ich mal einen. Das ist sehr gut. Hast du im Notfall noch Enderperlen? Ja, ich habe ein paar aus der Mobfarm. Oh. Da hat wohl ein gewisser Klaus ein paar Dschungelbäume angepflanzt. Klingt nicht gut. Oh, die sind genau vor meiner Fresse und ich habe mich gerade mal ein bisschen überrascht gefühlt. Nur ein bisschen? Ein klein wenig. Ah, geht ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viele hier sind. 4, das ist sehr schön. Und wie brauche ich auch? Und dann. Ah. Hier sieht man die Ergebnisse von der Farmtour von Klaus und mir. Also das war eigentlich nur in einem Gebiet, wo wir zusammen farmen waren. Komm, ich komme gerade runter in die Mob-Farm. Schauen wir mal, was da so gespawnt ist und gedroppt ist. 14 Enderperlen. Ja, generell ist bei uns irgendwie Enderperlen Armut. Oh, hier sind so noch, seitdem einige Enderperlen verbraucht wurden. So viele Enderman spawnen da nicht. Da werde ich wahrscheinlich irgendwann nochmal so einen Enderman-Spawner dran klatschen, dass er nochmal ab und zu was spawnt. Klar, wenn man kann. Ja.
So, und ich sage das jetzt mal ganz kurz zwischendurch. Bei mir war es ja der Fall, dass jetzt am Donnerstag und am Freitag, das dürfte jetzt für euch am Samstag rauskommen. Also ich nehme das gerade mit Christian noch am Abend auf, am Freitagabend. So, und auf jeden Fall. Ja, der kommt für Fall. Ich bin jetzt ab. Ja, Klugscheißer. Ich fliege jetzt am Sonntag, ist das, fliege ich in Urlaub ins wundervolle Gran Canaria. Nach Las Palmas, um genau zu sein, also wer mich besuchen kommen will. Zimmer 23. Nicht was beiseite. Deutschland ohne Dorsch. Ja! Ach komm, das ist doch nichts mehr Neues. Bin so, wie du weg bist. Ey, das ist echt krass. Ich weiß, dieses Jahr insgesamt, glaube ich, 5-mal im Ausland. Da läuft. Ich bin gerade überlegen. Ich war in Barcelona, Teneriffa, dann eine Woche in Frankreich. Ne, 4-mal war ich nur weg. Okay, was ist 4-mal? Nur. Auf jeden Fall, ich bin jetzt dann zum 4. Mal weg im Urlaub, aber dieses Mal mit meinen Eltern. Und da werde ich es nicht so machen, dass jeden Tag eine Folge kommt. Ich werde dann alle 2 Tage eine Folge haben. Ich hoffe, das geht für euch klar, weil ich werde euch dann den nächsten Tag, wo ich wiederkomme, wird dann auch wieder so ein bisschen mehr in Folgen kommen. Also da werde ich wieder aufnehmen. Sag mal, du hast nicht gerade zufällig Lust, ein bisschen Ritual zu machen, oder? Ritual? Also, Extra Utilities? Also, können wir gleich machen. Ich würde halt ganz gern zuerst sehen, Juli und so weiter für dich kriegen. Ja, nur, weißt du, das ist eigentlich ausgestellt, ne? Also, das Ritual. Ja, ich hab aus Versehen das jetzt schon gefunden. Ja, ich hab auch eins gefunden. Ja, okay. Okay. Das setze ich dann jetzt mal hier in die Mitte. So, was können wir jetzt hier craften? Wir können jetzt hier eine Retrieval Note für Items machen oder Flüssigkeiten. Eine Transfer-Note Hyper Energy oder ein Transfer-Note Energy und so weiter und so fort. Hier können wir sogar Erze verdreifachen, brauchen wir alles nicht. Koffer ist schon immersive, okay. Auf jeden Fall, all das hier brauchen wir größtenteils nicht. Wir konzentrieren uns jetzt eigentlich erstmal auf diese beiden Rezepte hier. Auf die Transfer-Note Energy und Hyper Energy. So. Problem ist jetzt aber, wenn wir eins von diesen Rezepten reintun würden, da wird nicht so viel passieren. Weil der QED, das braucht noch ein bisschen Energie. Und das kriegt das ganz einfach über eine Ender. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz. Lux. Ender Flux Generator? Nee, nicht Generator, das war die Ender Flux. Aber wo ist das? Verdammte Scheusenteil. Hier, Enderflux Crystal. Ah, Crystal, okay. So, da würde ich eigentlich. Kannst du, wenn du vorbeikommst, mal vielleicht 5 Enderperlen mitbringen? Ich lauf mal wieder zurück. Ja, sorry, hab ich das nicht dran gedacht. Dann ungefähr so 100 Meter vor deiner Haustür. Passiert. Kriegst du dafür auch gleich eine Belohnung, ne? Ja, passt schon, ich farm die dann eh wieder nach. So, dann haben wir schon mal wenigstens 2 von denen. Diese Enderflux-Crystal, die werden jetzt einfach nur aufgestellt und erzeugen dann Energie aus quasi X. Sind halt einfach nur teuer, sehen schon aus oder auch nicht. Die werden jetzt einfach hier so dran gestellt. Und ich kann so im Kreis um die herum aufstellen. Um so ein QED. So. Was habe ich eigentlich jetzt genau vor? Zuerst einmal. Ich werde jetzt erstmal schauen, dass ich etwas. Generell wollte ich einen Culinary Generator bauen. Wenn wir uns jetzt mal den Culinary Generator anschauen. Der ist ja relativ günstig hier. 5 Eisen, 2 Redstone, Ofen und Survivalist Generator, der eigentlich auch nichts mehr ist.
So. Produziert aber dementsprechend auch nur relativ wenig Energie. So, jetzt können wir aber 8 von diesen nehmen mit einer Transfer Not Energy und können so einem Culinary Generator machen mit einem Power Multiplier mal 8. Das ist zwar schon mal mehr, aber da geht noch mehr. Und zwar kann man nämlich mal 8 von diesen Culinary Generator mal 8 nehmen mit einer Transfer Not Hyper Energy und dann haben wir einen Culinary Generator mit einem Power Multiplier mal 64. So, und wer das Ganze jetzt einmal dreimal schnell hintereinander sagen kann, der kriegt einen Preis von mir. Nimm's ohne. Okay, auf jeden Fall. Das ist dann halt schon ein bisschen teurer. Das wird einmal ordentlich Powercrafting geben. Also quasi, wir dürften jetzt einmal 64 Culinary Generator bauen. So, wie habe ich das Ganze dann noch geplant? Wie machen wir das dann mit der Stoffe? Also, wie kommt das Essen da rein? Anwalt nachfüllen ist ja dann blöd und so viel habe ich halt gerade selbst nicht so futtern. Da würde ich dann auch noch gerne einen Spawner bauen. So, einige, die sich mit dem Modpack nicht so teilweise auskennen oder mit den Mods, wenn jetzt da fragen, hä, hat der schon wieder einen an der Waffel? Nein, man kann sich Spawner bauen. Und zwar gibt es hier sogenannte Broken Spawner von Ender.io, die man im Soulbinder mit einem Mob, den man einmal eingefangen hatte, kann man den dann hier, diesen Broken Spawner, ich zeig mal ganz schnell, wie die aussehen. Ich habe ein Pferd im Haus. Spacken. Keine Ahnung, sieht Papa schon wieder kurz aus. Nein. Hier, ich habe jetzt genau 2 Broken Spawner. Die konnte ich mir noch ergattern, bevor die ausgeschaltet wurden. Und da habe ich noch 2 Spawner mit vor, die ich machen würde. Dankeschön. Bitteschön. Und zwar würde ich einmal einen Q-Spawner mitmachen. Für halt für den zurück. Oh Mann. Auf jeden Fall, da würde ich einen Q-Spawner dafür machen, dass wir quasi Kühe automatisch schlachten können. Das vielleicht soll dann automatisch gebracht werden und dann halt sofort in den Culinary Generator. So, kann man sich mal auch noch bedienen können. Würde ich auch wohl so Fresspakete zur Verfügung stellen, auch ja an so ein Dödel der Spawner Cloud an der Enderpanel liefert. Also, seid mal dankbar. Mhm. So, und den anderen Spawner, den ich hier habe, den würde ich wirklich auch nochmal für die Allgemeinheit aufstellen und zwar einen Enderman Spawner, den würde ich aber dann in der Mobfalle darüber aufstellen. Der wird von mir gepowert. Er macht nur weiter, ne? Ich schau mich nur um. Ja, ja. Wenn irgendwas fehlt. Weißt du, wann kommt? Die Baba-Stelle. Okay. Auf jeden Fall. Den will ich halt einfach zur Verfügung stellen, weil momentan kommt verdammt wenige Endermans runter. Und wir brauchen ja immer mehr Enderperlen. So. Jetzt schaue ich gerade auf die Uhr. Wir haben 13 Minuten. Das passt noch. Ich würde sagen, wir können schon mal die ersten Culinary Generator bauen. So, Culinary Generator. Wir brauchen ein Stack Survivalist Generator. Das heißt, wir brauchen einige von Koppeln. Lässt sich ja relativ easy einmal hier abnicken. Einmal Dauer klicken. Ja, da kriegen wir relativ viel raus. So eine Frage. Hast du mal ein Pferd gesehen? Nein. Was hat sich in deinem Haus verlaufen? Wieso steht das QED jetzt hier? Keine Ahnung. Was weiß ich? Ich hasse dich. Verdammt. Jetzt sind wir zur Zeit auf dem Server. Und ich kenne dich. Und du wirst es alle nicht, das noch aufs Pferd zu schieben, oder? Es war Street. Mhm. So, jetzt will ich aber dir mal ganz kurz was zeigen. Wo bist du gerade? Ich lauf grad weg. Nee, komm zurück, ich will dir nur was zeigen. Ich hab's schon. Ich seh schon, komm, ich bin gleich tot. Nein, ohne töten gerade. Alter. Komm einmal nach oben. Das hast du ja, glaube ich, noch gar nicht gesehen hier oben, was ich jetzt gerade zusammengebaut habe. Nur im Video. Nicht ein bisschen übertrieben? Ach Quatsch, ich doch nicht. Ne, hier. Wundervoll im Swimmingpool.
Willst du rein? Ich möchte lieber nicht wissen, was das ist. Ich höre dir die Effekte an. Ist das scheiße? So ungefähr. Das ist Tectonic Petrophium. Das wird aus Basalt und so weiter gemacht. Von diesen Basalts hier, die Lasers in Obsidianform, nenne ich jetzt mal. I don't know. Ja, die gibt's mal hier. Ich bin hier wundervoll mit meinem Thronsaal. Wo ist mein Stuhl? Ja, ich kann hier noch so einen kleinen Käfig hinstellen. Dann nicht. Willst du hier dann mal warten? Das ist Analyzed Glowstone, oder? Nein, das ist Blazing Pyrophium. Oh nein, dann nicht. Das Zeug ist noch härter als Lava. Aber auf jeden Fall, ich geh schon mal runter, ne? Ich weiß, dass du nicht stirbst. Ja, das kannst du vergessen. Ich glaube, dafür bin ich einfach nur so wirklich OP dieses Mal. Minimal. Ja. Brauchst du was zu futtern? Gerade nicht. Ich habe einen Stack Steaks. Oho, seit wann so spendabel mit Tieren? Ich habe die unterwegs gefunden, als ich was farmen war. Mach nur einen Stack. Ja, ich guck mal einen halben Stack. Kannst du haben. Und zwar, wollen wir mal ganz kurz zum zeigen. Ich glaube, weil jetzt so produktiv ist, gibt es echt nicht mehr in der Folge. Ich kann mal jetzt noch einen Stack Furnace zu craften, das war's. Wir haben Klaus und ich haben nämlich noch ab und zu mal was abends gefarmt. Und wir haben dann unterwegs einen Dschungel gefunden, den ich später noch was erkundet hatte. Und da habe ich ein paar Tempel abgefarmt, später eine Pyramide gefunden und dann war eine kleine, feine Bratpfanne hier dabei. Ah, du hast so ein Glück, ne? Bane of Pigs, die stärkste Waffe im gesamten Spiel. Also wirklich, stärker ist nicht. Wenn man mal Effekte mit anschaut, 21.474.836. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh, konnte ich auch noch leveln hier, ist momentan Skill the Clumsy, also Skill, ich brauche nur noch 21.474. Ne, so noch mehr. 2.141.483.647 EP. Easy. Also Christian, wir fangen mal an, Freunde. Nein! Ich geb dir ja schon meine Level. Bist du zufrieden? Nee, ich weiß noch. Damit bin ich eher vorsichtiger, weil ich habe gelesen, dass das zu Serverabstürzen führen kann. Und darauf habe ich keinen Bock, das noch irgendwie Klaus anzuschreiben, ob man Server neu schaffen kann. Ja, möchte man nicht. Nee. So. Wow, ich habe noch keinen einzigen Ofen gecraftet. Ich bin stolz auf mich. Was brauchen wir noch für ein Survivalist Generate? Aber wir brauchen sogar noch einen zweiten Stack. Drei. Okay, ich brauche noch einiges. 6 Cobblestone. Können wir schnell was rausklicken und dann machen wir in der nächsten Folge den Furnace, den Generator fertig. Ich glaube, ich kann gleich mal die letzten Inventarstoff bei mir voll. Und dann reicht das auch schon. Was man nicht braucht, können wir ja ganz easy weiter verarbeiten. So. Gut, dann würde ich sagen, in diesem Sinne sind wir bei 19 Minuten, das war's für die Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, am besten Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.